Vielleicht hast du ein Glasauge, meinst du es gar nicht? Vielleicht hast du ein Glas Hohn und weißt es nicht. Ich fange doch nicht mit so einem Scheiß an. Jacob's Dumb Production. Proudly present. Einfach mal mit stärker gestochen. Wieso mich? Bin in deinem Team. Warum? Ja und? Hat dich das eben interessiert? Nein. Du hast mich auch zweimal gekillt. Ja, warst du das selber schuld? Ja. Einmal. Nee. Ich dachte, wir haben uns darauf geeinigt, einmal. Da hast du dich drauf geeinigt. Ja, ich stelle mir das so vor. So Frauen, die sich ein Glas-Dildo kaufen lässt. Ja. Steht er da im Fenster? Warum konnte ich ihn nicht abschießen? Weil du keine Skills hast. Weil du im Weg standest. Standst, nicht standest. Wir sind hier nicht am Standesamt. Du standest mir wieder im Weg, bist mir da vor die Linse gehüpft und ich konnte nicht schießen. Ja. Jetzt rennt er vor mir rum. Da. Jetzt habe ich ihn endlich. Ich stell dir mal vor, der bricht in der Muschi. Alter Schöne. Also ich glaube, die Dinger sind so geprüft, dass das gar nicht passieren kann. Ach, das glaube ich nicht. Das ist kein Panzerglas, da bin ich mir sicher. Bestimmt sogar. Sneak, sneak. Ey, wo sind die alle? In dem Bunker. Auf jeden Fall zwei. Na, was echt. Ich bin jetzt im Bunker drin. Oh, der liegt am Boden, der Arsch. Also ich höre hier einen Sniper, aber ich sehe ihn nicht. So komme ich da nicht durch? Ach scheiße, Mann. Wieder hängen geblieben bin. Wie ich damals im Krankenhaus gearbeitet habe, da hatten wir regelmäßig im Nachtdienst Leute mit Flaschen im Arsch und so Sachen. Die haben dann irgendwie irgendeine Flasche, Bierflasche oder sowas in den Arsch gedeutet. Und durch den Unterdruck haben die sich festgesaugt. War voll lustig. Hey, der regt mich auf. Muster Mackie heißt der. Kann immer irgendeiner bitte töten. Der ist immer in dem Bunker drin. Boah. Ich weiß schon, warum das letzte Spiel ist, ey. Der sitzt da auf. Das ist bestimmt ein kompletter Plan, ey. Die haben perfekte Tarnungen angelegt, Mann. Ich renne wahrscheinlich mit der Eistarnung rum. Ja. Echt? Ja. Scheiße, Mann. Ganz unauffällig. Ja, stimmt, ich renne mit der Hellblau. Ganz unauffällig. Ja, Entschuldigung, ich bin raus. War klar. Ja, klar war es knapp, aber. Ackermann. Er stirbt einfach nicht.
Vorräte bereit. Was auch relativ häufig war, waren Staubsaugerangriffe. Einmal saugen, bitte. Kam wieder mit dem Staubsaugerrohr am Lümmel in die Klinik. Das machte auf einmal flupp, flupp und dann waren die Eier weg. Jetzt ist sie aus. Jetzt haben wir schon wieder verloren. Ach ja. Ich kann nur Arzt vergessen.